Ich schwöre, bei der heiligen Ikone der Organisation, von der ich durch dieses Bekenntnis Teil werde, immer und ewig Respekt zu zollen. Ich schwöre, ihre Führer niemals zu verraten und ihre Befehle stets ohne Fragen auszuführen. Ich schwöre, sollte ich Verrat üben, so möge mein Fleisch auf immer und ewig brennen. Sizilien. Ein Land, in dem Sakrales und Profanes schicksalhaft miteinander verbunden ist. Sizilien. Stets weit ab von den Machtgruppen, die die Insel jahrhundertelang beherrschten und ausbeuteten. Der Überlieferung nach entstand die Mafia nicht auf dem Lande, sondern in Palermo, in der Kirche San Francesco di Paolo, die für das Volk auch zu ihrem Symbol wurde. Auch wenn ihre Anfänge dem Bereich der Legende angehören, so gilt doch als sicher, dass die geheime Vereinigung, die man die erste Mafia Siziliens nennen könnte, in diesem Kirchenschiff ihren Ursprung hatte. Die Mitglieder blieben völlig anonym, seit Urzeiten ein altes Prinzip der Mafia. Als Verkleidung trugen sie zusätzlich noch Mönchskutten, weswegen sie vom Volk unter Verbeugungen und Ehrenbezeugungen Beati Paoli genannt wurden. In der gleichen Zeit entstanden zahlreiche andere Geheimsekten mit sehr ähnlicher Organisationsstruktur wie die der Beati Paoli. Über sie ist aber heute kaum noch etwas bekannt. Zu Anfang wurden die geheimen Sekten wie die der Beati Paoli, deren Symbol aus Schwert und Kreuz hier zu sehen ist, und die die Durchführung ihrer Gesetze mit Gewalt erzwangen, Bruderschaften genannt. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang die Äußerung eines ehemaligen Meisters der Beati Paoli. Unser Gesetz ist eine eiserne Garantie. Damit sie greift, haben wir nur eine Waffe, den Terror. Und des Terrors kann man sich nur unter dem Schleier des Geheimnisvollen bedienen. Auf diesem Prinzip baut die Philosophie des Terrorismus auf. Die Bruderschaften umgaben sich mit einer fingierten religiösen Aura und trafen sich mit Vorliebe an sakralen Stätten, die geheim und über die ganze Insel verstreut waren. Wie zum Beispiel den Katakomben der Kapuzinermönche in Palermo. Wenn die Katakomben auch heute zu einem vermarkteten, makabren Museum geworden sind, so vermitteln sie doch immer noch einen guten Eindruck von den Treffpunkten dieser Epoche. Das Mysterium des Todes und die Furcht, die der Tod bei den Menschen auslöst, schufen die für die Bruderschaften nötige Atmosphäre von Geheimnis und Schrecken. Und ihre gruseligen Treffpunkte waren der perfekte Rahmen für ihre dunklen Zeremonien. Hier war der richtige Ort für Einweihungsriten, Gerichtsverhandlungen und Urteilsvollstreckungen, die unweigerlich im Tode endeten. Man kann wohl davon ausgehen, dass im Laufe der Jahrhunderte mehrere Bruderschaften ineinander verschmolzen und zu der einen Organisation wurden, die das Volk mit dem Namen bezeichnete, der heute das bekannteste Wort der italienischen Sprache ist, Mafia. Woher kommt das Wort? Aus dem Arabischen? Aus der französischen Sprache? Ist es eine dialektische Form? Ist es eine geheime Assoziation mit dem Tod? Die Theorien sind so zahlreich wie widersprüchlich. Ich möchte von allen Theorien nur eine erwähnen. Dieser Theorie nach ist Mafia ein Schrei. Der Schrei einer Mutter, deren junge Tochter von einem eindringenden französischen Soldaten vergewaltigt wurde. Mafia. Mia figlia. Mein Kind. Der Schrei, der Berichten zufolge den als sizilianische Vesper bekannten Aufstand
im Jahr 1282 auslöste. Eine alte romantische Hypothese. Einige Historiker haben versucht, die Bruderschaft bis hin zu den patriotischen Untergrundbewegungen des 18. Jahrhunderts zurückzuverfolgen und die Mafia teilweise mit den Umwälzungen, die zur Vereinigung Italiens führten, in Zusammenhang zu bringen. Einigen Gelehrten zufolge gehen die Grundideen auf Giuseppe Mazzini, den politischen Führer des italienischen Risorgimento, zurück. Sie behaupten sogar, das Wort Mafia sei die Abkürzung von Mazzinis revolutionärer Losung. Abgesehen von all diesen Vermutungen wäre es jedoch ein großer Fehler, die Mafia nur unter dem Gesichtspunkt einer spontanen Volksbewegung zu sehen. Die Proto-Mafia, wie sie von einigen in ihrer frühen Phase bezeichnet wird, war nicht auf Ehre und soliden Familien- und Gesellschaftswerten begründet, noch lagen ihr Religion oder gegenseitige Hilfe am Herzen. Die Mafia war von Anfang an eine kriminelle Vereinigung. Oder noch korrekter, die Gesamtheit von mehr oder minder, je nach derzeitiger Zweckmäßigkeit, miteinander verbundenen kriminellen Vereinigungen. Um die von ihnen angestrebte Macht und den begehrten Wohlstand zu erreichen, sind alle den gleichen einzigen Weg gegangen. Den des Verbrechens, der Unterdrückung und der Gewalt. Das ist es, was die Mafia war, ist und immer sein wird. Auf diese Weise ist in ganz Sizilien von Küste zu Küste die Mafia entstanden und gediehen. Und noch heute ist Sizilien ihre Heimat, wenn es auch nicht ihr einziges Revier ist. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts versuchte Benito Mussolini vergebens, die Mafia auszurotten. Was dem faschistischen Staatschef Italiens allerdings stattdessen gelang, war deren Export. Denn Dutzende der verfolgten Mafia-Bosse gingen ins Ausland. Der italienische Innenminister sprach 1991 von 186 unbekannten Mafia-Gruppierungen mit mehr als 5000 Mitgliedern. Dieses waren offizielle Zahlen. Die wirklichen Zahlen mögen doppelt oder dreimal so hoch sein, vor allem in den Städten, dem Revier der ältesten, größten und mächtigsten Mafia-Gruppierungen, der Cosa Nostra. Nur die Elite gehörte ihr an. In Catania sollen zum Beispiel von 10 mafiaartigen Clans nur 2 der Cosa Nostra angehören. Der größte internationale Erfolg, den die Cosa Nostra je errang, war ihre Zusammenarbeit mit den Alliierten bei deren Landung in Sizilien. Im Jahr 1940 war Lucky Luciano, das amerikanische Oberhaupt der Cosa Nostra, vom Regierungsabgesandten Oberst Charles Poletti direkt aus seiner Zelle im Gefängnis in Clinton geholt und zusammen mit Oberhäuptern anderer Mafia-Familien zu einem geheimen Gipfeltreffen nach Palisades in New Jersey zitiert worden. In diesem Treffen ging es um Pläne für eine Zusammenarbeit zwischen der Mafia und der amerikanischen Armee. Für die Organisation war das ein wirklich guter Handel, denn er versprach durch die zugesagte Regierungsunterstützung nicht nur sofortigen, sondern auch zukünftigen Schutz und große Vorteile. Der Mann, der anschließend damit beauftragt wurde, die sizilianischen Familien in das Projekt zu integrieren, Familien, die nur dem Anschein nach durch den faschistischen Druck vernichtet waren, war Vito Genovese. Genovese, Lucianos rechte Hand, hatte sich nach Italien abgesetzt, um einer Strafverfolgung wegen Mordes zu entgehen. Ihm gelang es, das Vertrauen der sizilianischen Familienoberhäupter zu gewinnen, und er war es, der den Pakt zwischen der amerikanischen und sizilianischen Mafia und den amerikanischen Streitmächten besiegelte. Und so konnten dank diesem Killer und dank dem berüchtigten Auftragskiller Franco Costello, der ein effizientes Spionagenetz aufgebaut hatte, und dank Calogero Vicini und anderer sizilianischer Familienoberhäupter, die die faschistische Unterdrückung überlebt hatten, im Juli 1943 die alliierten Truppen Sizilien ohne einen Schuss erobern. Der Schutz der amerikanischen Regierung brachte die Cosa Nostra direkt ins Herz des italienischen Regierungssystems. Ein erster Schritt auf dem Weg zu ihrem Einzug in ganz Europa. Wegen seines Verdienstes um das Vaterland wurde Luciano entlassen und nach Italien ausgeliefert. Und Männer wie Russo, Vicini und andere wurden mit öffentlichen Ämtern bekleidet. Die Cosa Nostra ergriff in Sizilien die Macht. 1943 entstand eine separatistische Bewegung, die Sizilien zum amerikanischen Territorium machen wollte. Die Mafia, die sich davon Vorteile erhoffte, unterstützte diese Bestrebung. Die Bevölkerung widersetzte sich und die Mafia schlug zurück. Am 1. Mai 1947 führte Salvatore Giuliano, ein Mafia-Killer, der später von seinen eigenen Leuten verraten und ermordet wurde,
einen Trupp auf den Hügel Portella delle Ginestre in der Nähe von Palermo. Hier eröffnete man das Feuer auf eine Bauernmenge. Es war ein Massaker. Ein Jahrzehnt lang verhöhnte die Mafia Recht und Ordnung. Aber die Gewalt brach auch in den eigenen Reihen aus. Deshalb beriefen die amerikanischen und sizilianischen Familienoberhäupter eine Gipfelkonferenz ein, um die Wogen zu glätten. Die italienische Delegation stand unter der Leitung von Lucky Luciano, die amerikanische unter der von Giuseppe Bonanno, bekannt als Joe Bananas, und von Carmine Galante. Gemeinsam legte man die Grundregeln fest, die jahrelang die Politik und Strategie der Cosa Nostra bestimmen sollten und vielleicht noch heute bestimmen. Aber in der sizilianischen Verbrechensgeschichte tauchte ein neuer Name auf. Corleone, ein scheinbar unbedeutendes Städtchen in den Bergen Siziliens, war einst für die riesige Zahl der hier verübten Morde berüchtigt. Heute verdankte seine traurige Berühmtheit nur noch der Tatsache, dass es die Heimat des letzten wahren Bosses der sizilianischen Cosa Nostra ist. Er sitzt seit 1974 eine lebenslängliche Haftstrafe wegen Mordes ab. Ein vorbildlicher Gefangener. Er liest Dickens, griechische Philosophie und schreibt Gedichte. Einige glauben, er habe keine Macht mehr, aber Luciano Ligio, Luckys natürlicher Erbe, ist immer noch der gefürchtetste und geachtetste Boss aller Bosse. Nicht er baute das Drogennetz in der Welt auf. Nicht er nahm an der großen Entscheidung im Hotel delle Palme teil. Aber von seinem kleinen, hinterweltlerischen Ort nicht weit von Palermo aus übernahm Ligio die gesamte Organisation. 1981 begann er von seiner Gefängniszelle aus einen der größten Mafiakriege aller Zeiten. Unter Führung seiner Leutnants Bernardo Provenzano und Toto Rinja erkämpfte sich die Corleone-Familie ihren Weg an die Spitze der Cosa Nostra. Die Zahl ihrer Opfer belief sich auf 2000. In genau 3 Jahren wurden die Corleonesi die mächtigste und gefährlichste Mafia-Gruppe in Sizilien. Aber die Welt des Verbrechens ist schnellen Veränderungen unterworfen und so sah sich die bedeutendste Mafia-Gruppe aufgrund der zunehmenden Zahl an Verhafteten, Abtrünnigen und Ermordeten in ihrer Weiterentfaltung sehr gestört. Das führte dazu, dass ihre internationale Vormachtstellung von anderen aufkommenden italienischen Mafia-Gruppen und anderen verbrecherischen Vereinigungen wie den südamerikanischen Kartellen, den chinesischen Triaden, den osteuropäischen Syndikaten und vor allem dem russischen Syndikat und jetzt auch von der japanischen Yakuza infrage gestellt wurde. Trotzdem kontrollieren die Corleonesi immer noch fast 70% des Drogenhandels in Italien und Amerika und haben immer noch im weltweiten Verteilernetz am meisten zu sagen. Sie kontrollieren einen Barumsatz, der auf Milliarden von US-Dollar pro Jahr geschätzt wird. Der größte Teil davon wird in Übersee, in illegalen wie auch legalen Geschäften erneut investiert. So könnte man durchaus im Sinne des Geldflusses behaupten, dass die Mafia das 11. reichste Land der Welt ist. Es wäre jedoch falsch, die gesamte organisierte Kriminalität Italiens als Mafia zu bezeichnen. In Italien existieren verschiedene mafiaartige Organisationen, die nicht als Mafia im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnet werden können. Die genauesten Angaben über diese, vor allem regionalen Gruppen, können den Verhaftungsstatistiken entnommen werden. In Kampanien mit der Hauptstadt Neapel gehören zum Beispiel 70% der für mafiaartige Verbrechen Inhaftierten der neu organisierten Camorra, dem mächtigsten Syndikat auf dem Festland, an. Die verbleibenden 30% können einer zweiten Gruppe, der Nuova Familia, zugeschrieben werden. Sie hatte sich in blutiger Weise von der Camorra getrennt und kämpft mit der älteren Gruppe nun um die territoriale Vorherrschaft. Ein anderes Verbrechersyndikat, das manchmal fälschlicherweise mit der Mafia verwechselt wird, ist die 'Ndrangheta in Kalabrien, der Fußspitze Italiens. Wenn man auch hier die Polizeiberichte zu Rate zieht, können 80% aller mafiaartigen Verbrechen der Region dieser Organisation zugeschrieben werden. Einer Studie des Innenministeriums zufolge gehören 142 Gruppen mit mehr als 5000 Mitgliedern zur 'Ndrangheta. In Apulien, dem Absatz des italienischen Stiefels, ist die Szene in noch mehr Organisationen aufgeteilt. Die Nuova Camorra Pugliese, die Sacra Corona Unita, die Nuova Camorra Salentina, die Nuova Familia Salentina Libera Leccese und andere kleine Gruppierungen.
Ihr gemeinsamer Tätigkeitsnenner ist Schmuggel, Waffen und Drogen. Alle bisher erwähnten Organisationen, einschließlich der sizilianischen Organisation, arbeiten mit den regionalen Banden auch auf nationaler Ebene zusammen und stecken praktisch alle mit im Drogenhandel. Alle regionalen kriminellen Vereinigungen haben in irgendeiner Form Kontakt zu und gemeinsame Interessen mit der sizilianischen Mafia. Diese Verbindung wurde durch die Verhaftung von Verbrecherboss Vito Ciancimino, bei dem man diesbezügliche Unterlagen fand, offenbar. Trotz dieses weit gefassten Bandenspektrums ist es im Grunde die sizilianische Mafia, genauer die Cosa Nostra, die den größten Teil des organisierten Verbrechens in Italien bestimmt, denn ohne deren weitreichendes Netz könnte keine der kleineren Gruppierungen jemals Zutritt zu den Weltmärkten erlangen. Folglich sind die regionalen Mafia-Gruppierungen die jeweiligen Hilfstruppen, wodurch die Cosa Nostra entweder im Alleingang oder mit Hilfe dieser verschiedenen Banden im ganzen Land präsent ist. Der Kampf der Polizei gegen dieses Phänomen ist verbissen und unerbittlich, wird aber oft durch eine Gesetzgebung vereitelt, die vielleicht zu viel Versprechungen macht, ohne zu begreifen, worin die Stärke der Mafia liegt, nämlich in der Schwäche der Legislative vor deren eisenharten Kodex. Wie fast jede mafiaartige Organisation hat die Cosa Nostra einen einheitlichen Aufbau in Form einer pyramidalen Machtstruktur und dichten Arbeitszellen. Die Grundlage der Pyramide sind die Familien, die normalerweise den Namen des Gebietes führen, das sie kontrollieren. Die Mitglieder der Familien, die sich Ehrenmänner nennen, bestehen aus Gruppen von jeweils 10 Personen, die jeweils von einem Führer, dem Capo Decima, befehligt werden. Eine Familie wird von einem Familienoberhaupt, dem Capo Familia, geführt, dem wiederum ein Stellvertreter und ein oder mehrere Berater, die sogenannten Consiglieri, zur Seite stehen. Drei oder mehr Familien werden von Bezirksführern, den sogenannten Capi Mandamento, repräsentiert, die ein Führungskomitee, die sogenannte Cupola, bilden. Diese wird wiederum vom Komiteeleiter, dem Capo Commissione, befehligt, der unbestrittene Entscheidungsgewalt hat. Auf dem Umstoß dieser Ordnung steht die Todesstrafe. Und hierin liegt die eigentliche Stärke der Mafia. Im heutigen Italien ist der Kampf gegen die Mafia nicht immer nur alleinige Sache einzelner Staatsstellen, manchmal wird er auch zur Bürgersache. Aber ohne das feste politische Engagement des Staates, das organisierte Verbrechen bis hinauf in die höchsten Ebenen der sogenannten Unberührbaren auszurotten, werden solche Volksproteste nichts anderes als farbenprächtige Historienspiele bleiben. Am 10. Februar 1986 begann der erste Maxi-Prozess im Bunkergerichtssaal neben dem Gefängnis Uggiardone in Palermo. Ein hoffnungsvoller Beginn im Kampf der italienischen Regierung gegen die Mafia. 475 Angeklagte, 28 Verurteilungen zu lebenslänglicher Haftstrafe. Die von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafen lagen bei insgesamt 5000 Jahren. Noch mehr Verhandlungen, noch mehr Angeklagte, unter diesen einige der höheren Ränge. Aber die Mafia bleibt weiter so stark wie zuvor. Wer auch immer die Fäden zieht, ist noch unberührbar. Juli 1992. 7000 Soldaten werden zur Unterstützung der Polizei nach Sizilien geschickt. In gewissem Sinne eine militärische Operation. Umstritten, vielleicht notwendig. Jedenfalls gelang es, in einer Ausnahmesituation die Verbrecher vorübergehend in Schach zu halten. Aber wie in vielen anderen Ländern stellt das gegenwärtige italienische Verbrechensphänomen nicht eine Ausnahmesituation dar. Es ist ein permanentes Gewebe im sozialen Gefüge, das nicht durch ein kurzzeitiges Anlegen härterer Zügel außer Kraft gesetzt werden kann. Die dritte Verbrechensebene ist tief im Establishment verankert und hat überall internationale Verbindungen. Wir benutzen den Ausdruck Recht, da die Mafia und andere gefährliche Organisationen im Gegensatz zu gewöhnlichen Verbrechern Mord als ihre Form der Rechtsprechung ansehen und nicht einsehen wollen, dass das Gewaltmonopol nur beim Staat liegt. In den verdrehten Hirnen der Mafia ist die Eliminierung derer, die ihr entgegentreten, eine legale Handlung. Demnach wird jeder, der auf Geheiß der Mafia getötet wird, nicht ermordet, sondern hingerichtet.
Die Ausführungen über die italienische Mafia sollten vielleicht am besten mit der Beerdigung der Richter Falcone und Borsellino abgeschlossen werden. Die Teilnahme war riesig. Palermo, Sizilien, ganz Italien erwies den beiden Opfern die letzte Ehre. Der Aufschrei der Trauer war die verzweifelte Zurückweisung einer Schande, die jeden Sizilianer und jeden Italiener als Mitglied der Mafia brandmarkt. Es war der Aufschrei eines Volkes, das begriff, dass die Ermordung dieser Richter nicht nur die einfache Eliminierung von zwei Feinden der italienischen Verbrecherwelt war, sondern ein ganz klares Signal der Mafia. Ebenso wie das Massaker am Hügel des Portella delle Ginestre war es eine dreiste Machtdemonstration, diesmal jedoch von übernationaler politischer Bedeutung. In der Kirche schubste und stieß die Menge die Regierungsvertreter. Es war kein Angriff auf den Einzelnen, sondern auf machtlose Regierungsinstitutionen, eine Bestätigung der neuen Erkenntnis, dass die italienische Mafia nicht mehr mit der Beati Paoli und ihrer gekreuzten Schwerter ist, sondern sich zu einem verbrecherischen, einheitlichen Block von enormen Ausmaßen entwickelt hat, über dem sich eine unheimliche und undefinierbare dritte Ebene befindet. Der Ausdruck Cosa Nostra bedeutet unsere Sache. Aber heute ist sie nicht mehr nur eine italienische Sache. Heute ist sie eine die ganze Welt angehende, grenzenlose Plage, die nur durch internationale Zusammenarbeit und politische Entschlossenheit ausgerottet werden kann. Die Gleichstellung von Mafia und Sizilien ist eine geschichtliche Verkennung. Der ferne Osten verfügte jahrhundertelang über verbrecherische Vereinigungen, die denen der italienischen Mafia sehr ähnlich sind. Sie können als die ältesten Vereinigungen der Welt angesehen werden. Hongkong. Die ehemalige britische Kronkolonie, einige Meilen von Kanton entfernt am südchinesischen Meer. Hongkong. Ein winziger westlicher Splitter mitten im Osten. An Hongkong, einem eher politischen als geografischen Splitter, kann man das Wesen der Mafia des fernen Ostens gut verdeutlichen und zeigen, dass sie in ihrer kriminellen Form nicht nur ein italienisches Phänomen ist, wie es aufgrund der stark vereinfachenden und oft irreführenden Informationen der Massenmedien fälschlicherweise erscheinen mag. Wegen ihrer besonderen geografischen Lage und ihrem politischen und wirtschaftlichen Status war die Stadt Hongkong, die fast mehr aus Wasser als aus Land besteht, lange Zeit die perfekte Basis für international arbeitende Verbrechersyndikate. Neben der sogenannten dritten Verbrecherebene, die in der wirtschaftlichen und politischen Stratosphäre arbeitet, ist Hongkong die Heimat zahlreicher örtlicher Banden. Obwohl in ihrer Größe limitiert, erinnert deren innere Struktur an frühe Mafia-Organisationen, an Gruppen wie die Schwarze Hand, eine Bande der Jahrhundertwende, die sich zwar nur auf ein paar New Yorker Viertel beschränkte, aber gleichzeitig auch der internationalen Mafia dieser Zeit als Zweigstelle und Fassade diente. Die Banden Hongkongs, die tief in die örtliche Gesellschaftsstruktur eingebettet sind, hatten nie irgendeinen Kontakt, dessentwegen sie den italo-amerikanischen Banden hätten nacheifern wollen, sondern waren wie diese aus einer Flut von Verbrechern im Gefolge der Immigration hervorgegangen. Diese Ähnlichkeit in der Organisation mag als merkwürdiger Zufall erscheinen. Doch berichtet die Geschichte mafiaartiger Verbrechen in der Welt von unendlich vielen kriminellen Vereinigungen, die alle die gleiche Struktur aufweisen. Dies ist weder Zufall noch Schema. Es ergibt sich einfach aus der gemeinsamen Grundnotwendigkeit, der Selbstverteidigung. Und die Antwort ist ethnischer Art. Es ist sicherer, bei seinesgleichen zu bleiben. Daher wird der Chinese, wo immer er sich auch befindet, immer seine eigene Gruppe bilden, um seine verbrecherischen Interessen zu schützen. Sie sind die Bodentruppen der Mafia. Und irgendwo hoch über ihnen schwebt die dunkle, aber stets präsente dritte Ebene. So ist der Mikrokosmos von Hongkong Spiegelbild einer riesengroßen Welt des Verbrechens. Und das nicht erst seit Neuestem. Im Falle Hongkongs geht die Geschichte zurück bis zum Jahre 1841, als die Kolonie gegründet wurde. Schon damals brauchten die Interessenverbände des Verbrechens einen sicheren Hafen für ihre Geschäfte,
vor allem für Waffen- und Opiumgeschäfte. Ein typisches Beispiel für diese Art vergangener Geschäftsführung ist der kleine halbversteckte Friedhof des Krankenhauses Tung Wah im Außenbezirk der Stadt fast an der chinesischen Grenze. Hier liegt zwischen den kleinen Tempeln und Grabsteinen und den weitläufigen Hütten der noch lebenden Bewohner das sogenannte Haus des Teufels. Innerhalb dieses alten, fast zerfallenden Gebäudes befinden sich ungefähr 100 Särge aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Die ersten Werkzeuge des Waffen- und Drogenhandels. Verbrecherische Vereinigungen verschifften in den darin befindlichen Leichen Gewehre und Opium. Das Geschäft wurde entdeckt und unterbunden. Aber die makabre Idee lebt weiter und wird auch heute noch angewandt. Die Mafia verbirgt ihre Drogen in der unterschiedlichsten Weise. Die Polizei von Hongkong unterhält ein kleines Museum, in dem sie einige dieser Verstecke vorstellt. Kunstgegenstände voller reinen Kokains. Exotische Bänke voller Opiumpaste. Die verrücktesten Schuhe randvoll mit Drogen. Eine Ruderpinne des flachen chinesischen Hausboots voll reinstem Heroin 999. Hongkong ist auch das Sprungbrett der östlichen Mafia zum Westen. Die gesamte Stadt und die neuen Gebiete bis hin zu den Ufern des Hun sind praktisch die obligatorische Transitzone für den gesamten Heroinverkehr mit dem Westen, der im Bericht eines Europäischen Parlaments mit einem Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar pro Jahr angesetzt wurde. Und 50% davon soll in den Händen der östlichen Banden von Hongkong und Macau liegen. Das Tor zu Bombay, das Tor zum Orient. Durch diesen Bogen betritt man das vielschichtigste Land der Welt, Indien. Ein riesiges Land mit 1 Milliarde Einwohner und einem Bevölkerungswachstum von mehr als 20 Millionen pro Jahr. Eine Nation, deren soziales Gefüge in Kasten und Unterkasten aufgeteilt ist, in denen eine Vielzahl von ethnischen Gruppen mit unterschiedlichsten Religionen, Glauben und Aberglauben in manchmal heftigem Kontrast untereinander koexistiert. Von Anfang an hat diese ethnische, soziale und religiöse Zersplitterung, die sich vor allem in den unteren Klassen zeigt, unzählige Banden und kleine örtliche Mafiagruppen hervorgebracht, die alles vom kleinsten bis zu den größten Territorien kontrollieren. Heute ist dieses jahrhundertealte soziale Gefüge vom organisierten Verbrechen durchsetzt, besonders von den chinesischen Triaden. Sie absorbieren Tausende dieser kleinen Banden oder übernehmen deren Kontrolle vor allem auf dem Land oder in den grauenhaften Slums, die in den Randbezirken der großen Städte oder manchmal auch mitten in den großen Städten wie zum Beispiel in Bombay, die mit ihren mehr als 30 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt sein soll, wie Pilze aus der Erde geschossen sind. Aufgrund der Armut und Verzweiflung sind hier große Verbrechersyndikate entstanden. Organisiertes Verbrechen, Schwarzmarkt, Prostitution und Bettelei sind nur einige der Geschäfte der indischen Mafia. Das Hauptgeschäft ist aber auch hier der Drogenhandel. Indien ist einer der Hauptopiumproduzenten der Welt. Mehr als 800.000 Tonnen pro Jahr. Offiziell wird das Opium im Inland wie im Ausland nur legal verwandt. Aber auch hier ist die Wahrheit ganz anders. Mehr als die Hälfte der Produktion endet im unerlaubten Drogenhandel. In größeren Städten wie Bombay, Kalkutta und Madras, wo man allerdings nur ungefähre Statistiken erhalten kann, zeigen die Ergebnisse, dass 15% der Bevölkerung Drogen konsumiert. In den niederen Klassen steigt der Prozentsatz auf 60%. Es kann daher der Schluss gezogen werden, dass 30% der indischen Bevölkerung, das heißt 300 Millionen Menschen, regelmäßig oder gelegentlich Drogen konsumieren
und diese erhalten sie auf dem illegalen Markt. Ein riesiger Markt, der aus unerfindlichen Gründen bisher von den Massenmedien der Welt übersehen wurde. Tausende Tonnen von Opium, Marihuana, Haschisch und Heroin, wie auch andere Halluzinogene. Ein riesiger Umsatz, der sowohl für den Verbrauch im Inland wie auch den Export vorgesehen ist und sich in den Händen einer Mischung von indischen und ausländischen Mafias, von denen fast nichts bekannt ist, befindet. In Indien beziehen die Verbrecherorganisationen vielleicht mehr als sonst irgendwo in der Welt ihre Stärke vor allem aus Armut und Verzweiflung. Presseverlautbarungen zufolge müssen hier bis zu 50 Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt mit geringfügigen oder schweren Straftaten bestreiten. Vor mehr als einem Jahrhundert war es diese große Armut, auf der die englischen Finanziers des britischen Kolonialreichs ihr riesiges Vermögen aufbauten. Die Mathesons, die Barings, die Rothschilds, die Lehmanns, die Astors, die dritte Verbrechensebene des 18. Jahrhunderts. Riesige Unternehmen wie die britische East India Company, ein wichtiger Konzern, steckten mit der Gesellschaft vom Himmel und Erde, der mächtigsten chinesischen Triade dieser Zeit, unter einer Decke, begannen den ersten weltweiten Handel mit Drogen und übernahmen schließlich den Löwenanteil der Opiumproduktion in den Ländern, die heute auf der Drogenkarte als das Goldene Dreieck und der Goldene Halbmond bekannt sind. Das Goldene Dreieck und der Goldene Halbmond sind riesige geografische Gebiete, die viele Völker umfassen. Das Gebiet von China nach Indien, vom Iran nach Afghanistan und Pakistan und von Birma nach Thailand und Laos. In diesen Ländern kennt man den Anbau von Mohn zur Gewinnung von Opium seit den Zeiten Alexanders des Großen, der im 5. vorchristlichen Jahrhundert lebte. Im 13. Jahrhundert schrieb Marco Polo in seinen Reiseberichten über die üppigen Mohnfelder in Badakhshan, dem heutigen Afghanistan. Damals jedoch wurde die aus dem Mohn gewonnene Substanz vornehmlich zu medizinischen Zwecken verwandt. Erst im 18. und 19. Jahrhundert, als das Opiummonopol in britische Hände überging, wurde der Mohnanbau abnorm gesteigert und der Gebrauch des Opiums radikal von seiner früheren Verwendung weg zum heutigen Gebrauch umgestellt, was den britischen Finanziers und Handelsgesellschaften, die damit die ersten internationalen Drogenmafias wurden, ein enormes Vermögen eintrug. Heutzutage produzieren diese Länder zusammen ungefähr 70% aller Opiate des illegalen Weltmarkts. Nach dem Labrousse-Bericht aus dem Jahr 1991 produziert das Goldene Dreieck 3.270 Tonnen Opium jährlich und der Goldene Mond 1.328 Tonnen. Um den Umfang dieses Geschäfts und die Gewinne besser zu verstehen, hier ein Blick auf die Notierung der Opiumpreise. 10 Kilo Opium kosten an der Quelle im Goldenen Halbmond im Durchschnitt $350, im Goldenen Dreieck ungefähr $2.200. Von der Grundsubstanz bis zum Endprodukt, das bereits für den Verkauf auf der Straße verschnitten ist, steigt der Preis von 1 auf 2.000. Dieses Verbrecherimperium, das viel älter ist als die sizilianische Mafia und viel gefährlicher, ist auch viel weniger bekannt, da es wegen der Interessen des britischen Kolonialreiches anfänglich verheimlicht wurde. Ein ähnliches Verbrecherimperium ist auch in der anderen Hemisphäre aus dem Boden geschossen, die südamerikanischen Kartelle. Andere Mafien, andere Drogen, aber gleicher gemeinsamer Nenner: Ausbeutung der unterentwickelten Gebiete und Korruption großer Teile des wirtschaftlichen und politischen Establishments. Ein typisches, vielleicht extremes Beispiel dieser Art von Ausbeutung ist Agua de Dios, ein Dorf in Kolumbien. Agua de Dios ist eine Lepra-Kolonie. Die Drogenhändler verteilen nachgewiesenermaßen mit stillschweigendem Einverständnis der örtlichen Behörden manchmal kostenlose Drogen an die Kranken, um sie physisch und moralisch an ihr Ghetto zu ketten und sie so daran zu hindern, in der Gegend umherzuziehen und Ärger zu machen. Die Mafia schreckt nicht einmal davor zurück, auch aus Schmerz und Verzweiflung noch Profit zu schlagen.
Aufbereitungsanlagen jedweder Größe sind der erste obligatorische Schritt zur Vermarktung der Drogen. Hier wird die Substanz, in diesem Fall das Basismorphin, durch einen chemischen Prozess in Heroin verwandelt. Um die Droge zu gewinnen, wird das Basismorphin mit essigsaurem Anhydrid behandelt. Durch weiteres Aufbereiten des erhaltenen Produkts erhält man Heroin 3, bei Fortführung des Prozesses Heroin 4, das einen Reinheitsgehalt von 80-99% hat. 5 Kilo Opium ergeben ungefähr 1 Kilo Basismorphin, das wiederum ungefähr 150 Gramm Heroin ergibt. 150 Gramm Tod. Und mit diesem Tod verschaffen sich die Mafias der Welt, die, wie es scheint, durch nichts aufgehalten werden können, ihren Reichtum. Der am weitesten verbreitete Stoff, der eigens für diese Zwecke hergestellt wurde, ist der, der gemeinhin als Straßenheroin bekannt ist. Straßenheroin ist eine weiße oder braune mehlartige Substanz. Rein hat sie einen bitteren Geschmack. Der frischen Luft ausgesetzt, riecht sie stark nach Essig. Straßenheroin ist niemals rein, sondern gewöhnlich mit unterschiedlichen Zusätzen oder Streckmitteln wie Laktose, Chinin, Stärke, Talkum, Zucker oder Strychnin verschnitten. Der Großhändler erhält das Heroin normalerweise mit einem Reinheitsgehalt von 60%, während das Straßenheroin einen Reinheitsgehalt von 6-7% und manchmal nur von 2% hat, je nachdem, wie oft es verschnitten wurde. Im Falle längeren Genusses, das heißt bei Heroinabhängigkeit, bietet der Abhängige ein sehr komplexes pathologisches Bild, bei dem es nicht leicht ist, die Auswirkungen, die durch die Giftigkeit der Substanz selbst hervorgerufen wurden, von denen zu unterscheiden, die auf den Zustand des Süchtigen zurückzuführen sind. Opiate an sich scheinen keinen irreversiblen äußeren Schaden hervorzurufen. Ihr ständiger Genuss führt jedoch zu einer Abnahme der Hirntätigkeit und einer Verschlechterung der Lungenfunktionen, die eine Atemlähmung zur Folge haben kann. Über die Geschichte der Mafia zu sprechen und Rauschgift dabei nicht zu erwähnen, ist einfach unmöglich. Drogen sind die wirtschaftlichen Grundpfeiler, auf denen dieses Phänomen aufgebaut ist. Um Rauschgift nicht oberflächlich in Bausch und Bogen abzulehnen, sollte man sich über diese Substanzen genau informieren und auf Verallgemeinerungen verzichten. Seit Bestehen der Menschheit gibt es die verschiedenartigsten Drogen auf der Welt. Das Trinken esoterischer Kräuter und Pflanzen wie Cannabis und Halluzinogene sollen schon um 7000 vor Christus bekannt gewesen sein. Opium kennt man schon seit dem 5. vorchristlichen Jahrtausend. Und Kokablätter waren immer schon integraler Bestandteil des Lebens in Mittel- und Südamerika. Aber sie hatten fast ausschließlich Kultbedeutung. In der Antike war das, was wir heute Droge nennen, kein Suchtmittel. Es war heilig. Manchmal sprach sogar die Gottheit selbst durch sie. Auch heute noch feiern archaische Kulte, für die Drogen übernatürliche Gottheiten sind, ihre Gottesdienste in dieser Weise. Und die Cosma, Inga und Paez-Indianer, Nachkommen der Inkas, lobpreisen die Dea Coca, die Göttin Coca, für ihr Erscheinen auf der Erde zur Erntezeit. Kernstück dieses besonderen Ritus ist der Tipuricho. Eine Mischung von getrockneten Kokablättern und anderen Halluzinogenen, die von einem der Zelebranten verbrannt werden. Zunächst vermittelt der inhalierte Rauch ein Gefühl der Euphorie, das sich dann plötzlich in einem manchmal gewalttätigen mystischen Rausch entlädt. So werden während der Zeremonien die Teilnehmer oft auch ohne Drogenkonsum sehr aggressiv. Dieses Phänomen erklärt sich vor allem durch die sich aufbauende religiöse Leidenschaft, die leicht zu Massenhysterie führt. Ein krasses Beispiel für eine der ersten Umfunktionierungen religiös genutzter Drogen und der von ihnen vertretenen Götter war die Unterwerfung Südamerikas durch die spanischen Eroberer im 17. Jahrhundert. Als diese den Montaña de Oro,
das reichste Golddepot der damaligen Welt, entdeckten, versklavten sie 120.000 Indianer, damit sie das Gold im Bergwerk abbauten. Zur Steigerung der Leistung zwangen sie sie zu ständigem und exzessivem Kokaingenuss, wobei sie die Droge sogar unter die täglichen Getreidemahlzeiten der Sklaven mischten. Eine große Anzahl von ihnen starb. Damals wie heute waren die Pflanzen Gottes zu moralischen und materiellen Zwangsmittel geld- und machthungriger Krimineller geworden. Maria Sabina, letzte hohe Priesterin de los Hongos de las Estrellas. Die Pilze der Sterne, wie sie in Südamerika genannt werden, sind vielleicht die ältesten heiligen Drogen auf diesem Kontinent, vielleicht sogar auf der Welt. Ihre Ernte folgt noch immer einem genauen uralten Ritual und wird nur an besonderen Tagen während der Regenzeit bei Tagesanbruch vollzogen. Der Tradition folgend werden die geernteten Pilze nicht sofort gegessen. Zuerst müssen sie durch Gebete und magische Formeln gesegnet werden. Erst danach werden sie zu einem geschlossenen Ort, dem Unfo, gebracht. Der Überlieferung zufolge können die heiligen Pilze nicht im Freien gegessen werden. Die Unfos sind Kultstätten, an denen sich Heiliges und Weltliches blasphemisch verbindet. Daher ziehen sich die Anhänger der Sekte des heiligen Pilzes hierhin zurück, um ihre einzigartige Droge zu konsumieren. Es gibt mehr als 8000 Pilzarten, aber nur ungefähr 20 Arten enthalten in ihrem natürlichen Zustand halluzinogene Alkaloide. Abgesehen von Amanita, einem Pilz, der Fliegenpilzgift enthält, gehören fast alle sogenannten Zauber- oder heiligen Pilze zur Familie der Psilocybe, die dem LSD ähnliche Eigenschaften besitzen. Der Rausch setzt fast unmittelbar nach Genuss ein. Der Konsument fällt in eine traumähnliche Trance, die so qualvoll und unwirklich ist, wie hier auf den Bildern, die während einer der Zeremonien aufgenommen wurden. Aber wie alle anderen natürlichen Drogen wurden auch die Pilze der Sterne ein Opfer des Verbrechens. So haben Drogenhändler lange Zeit weiße Pulver als Pilzderivate vermarktet, ein reiner Betrug. Die Pulver haben nichts mit Pilzen zu tun, sondern sind richtiges LSD. Oder eine Mischung von LSD und PCP oder Engelstaub. Eine Droge mit starken halluzinogenen Eigenschaften. Drogen werden auch in den Riten der schwarzen und weißen Magie, die auf afrikanische oder hawaiianische Ursprünge zurückgehen und von denen einige unter dem Namen Voodoo bekannt sind, gebraucht. Die am häufigsten genutzten Drogen sind Kokain und Marihuana, die oft auch mit anderen natürlichen Stoffen, mit stimulierenden oder halluzinogenen Eigenschaften vermischt werden. Diese Mischungen können einen zwanghaften Bewegungsdrang hervorrufen, der normalerweise in frenetischem Tanzen endet. Tanzen ist ein derartig wesentlicher Teil des Voodoo, dass man den Ritus fast als getanzte Religion bezeichnen könnte, in der der Gläubige durch körperliche Hin- und Herbewegung in einen Zustand paranoider Hysterie versetzt wird, die als Besessenheit bekannt ist. Drogen waren, manchmal positiv, manchmal negativ, stets ein fundamentaler Bestandteil beinahe aller frühen Glaubensrichtungen oder Religionen, und daher wäre ihre völlige Verurteilung historisch unkorrekt. Erst im Laufe der Zeit hat kriminelle Geld- und Machtgier, man mag diese nun Mafia oder anders nennen, die Drogen aus ihrer heiligen Rolle herangenommen und sie in Werkzeuge der Gewalt, Ausbeutung und sogar des Völkermords verwandelt. Da Drogen nicht nur verkäufliche Ware, sondern Zahlungsmittel selbst sind, muss die Verteilung schneller und detaillierter und die Art, es in Bewegung zu bringen, immer einfallsreicher erfolgen. Hier einer der großen offenen Märkte in Bogotá. Wir werden Zeugen einer Razzia. Eine Lieferung Kokain-Basissubstanz war im Bauch eines Fisches versteckt. Dieses System wird häufig angewandt, da der starke Fischgeruch den Geruch der Droge überdeckt. Außerdem gibt es im Amazonas und im Magdalena, die beide durch das Herz des Kokainanbau- und Kokainaufbereitungsgebiets fließen, viele große Fische, in deren Inneren man eine Sendung Rauschgift verstecken kann. Und auch eine kleine Lieferung von dieser Größe kann einen Wert von mehr als $100.000 haben.
Bisher haben wir immer nur von kleinen Einzelbeispielen des Drogenhandels gesprochen. Die großen Drogenbewegungen haben ein völlig anderes Ausmaß. Angesehene Flughafenunternehmer, private und auch öffentliche Fluglinien, Import-Export-Firmen jeder Größe rund um die Welt sind direkt oder indirekt in dieses Riesengeschäft verwickelt, das vollständig in den Händen der Mafia liegt. Dem Labrus-Bericht von 1991 zufolge werden hier über 300.000 Tonnen illegalen Rauschgifts pro Jahr bewegt. Aber wo fängt das alles an? Zur Beantwortung der Frage begeben wir uns in ein abgelegenes Gebiet in Kolumbien, Vaupés. Es ist ein Gebiet wie viele andere in Mittel- und Südamerika. Die üblichen Probleme von Vernachlässigung und sozialer Isolation und die übliche Unterdrückung und Brutalität der Drogenhändler. Die Hauptstadt ist Mitú, eine bunte, lebhafte Stadt mitten im unendlichen grünen Tropenwald, wohin man nur auf dem Luftwege gelangt. Auf den ersten Blick könnte Mitú als hübscher, ruhiger Ort erscheinen, weit weg vom üblichen Konkurrenzkampf der Großstadt. Aber der Schein trügt. Wie jede andere Stadt oder jedes Dorf im weiten Amazonasbecken von Guyana nach Kolumbien, Peru und Bolivien und runter bis nach Paraguay und Brasilien ist Mitú unbestrittene Domäne der Drogenkartelle. Es ist das Gebiet der Coca-Blätter, auf das die südamerikanischen Mafias nicht verzichten können, denn es ist ihr Lebensnerv. In diesen Gebieten beginnt der riesige kartellkontrollierte Handel. Es ist nicht nur das Anbaugebiet des Coca-Strauchs. Es wimmelt auch von Fabriken aller Größen, in denen Tausende von Tonnen von Coca-Blättern jährlich verarbeitet werden können. Aufbereitungsanlagen, von denen jeder Kenntnis hat, die aber niemand erwähnt, weil für die Menschen dieser Städte Coca das einzige Mittel ist, um aus der Armut herauszukommen, die sonst, auch wenn offiziell bekämpft, ein Dauerzustand bliebe. Nicht Komplizentum, sondern bittere Notwendigkeit. Und aus dieser bitteren Notwendigkeit ziehen die Kartellmafias enorme Profite. Man bedenke nur, dass der Wert des Kokains aus dem Amazonasbecken und von der Andenkette allein auf dem US-amerikanischen Markt zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar pro Jahr liegt. Und dass der Nettoprofit des Kartells ausgehend von diesen Zahlen irgendwo zwischen 2 und 6 Milliarden Dollar beträgt. Die ersten Opfer des Rauschgifts und des Rauschgifthandels waren die Indios. Um der kriminellen Gewalt zu entgehen, zogen sie sich immer tiefer in das Innere des Dschungels, der einst ihnen gehörte, zurück und können heute nur noch auf dem Luftwege und dann auch nur noch mit kleinen Maschinen erreicht werden. Hier nun ein Beispiel für die Völkerwanderung ins Landesinnere. Zwei Indio-Stämme, die Caucas und die Cubeos. Die Caucas, der ältere der beiden Stämme, sind fast ganz ausgerottet. Die Cubeos sind auf wenig mehr als 2000 Personen reduziert. Noch vor wenigen Jahren waren es ungefähr 15.000 Personen. Sie waren ursprünglich Nomaden, leben jetzt aber in immer kleiner werdenden Siedlungen, da die Kindersterblichkeit ständig zunimmt. Die einzige Verbindung dieser gottverlassenen Menschen mit der Außenwelt läuft, wie schon zuvor erwähnt, über das Flugzeug. Das heißt über den Landeweg. Wenn man diesen löcherigen Grasstreifen, der während der Regenzeit zum Sumpf wird, überhaupt als solchen bezeichnen kann. Aber der Landeweg ist äußerst wichtig für sie. Über ihn schicken sie ihre Coca-Blätter ab und hier kommt das, was sie zum Überleben brauchen, an, weshalb jede Landung ein Fest ist. Diese ehemaligen Nomaden sind heute völlig von ihrem Landeweg abhängig. Das amerikanische Drogendezernat schätzt, dass es 100.000 solcher Landewege in Südamerika gibt, von denen nur einige bekannt sind. Und über diese Landewege,
gehen von hier mehr als 200.000 Tonnen Coca pro Jahr in die Außenwelt. Übrigens, ohne Erlaubnis der Drogenhändler kann niemand auf diesen Bahnen landen oder, was noch schlimmer ist, von ihnen starten. Die hier gezeigten Kaukas und Kubeus sind, auch wenn man ihre Gesichter nur flüchtig sieht, das Gesicht von Millionen von Menschen. Sie sind die Projektion eines systematischen, moralischen und physischen Völkermordes auf Weltebene, der mit zynischer Entschlossenheit durchgeführt wird. Sie sind die schuldlosen Schachfiguren, auf denen die Drogenhändler in ihrer hektischen Gier nach Reichtum und Macht so oft herumtrampeln. Asien ist eine völlig andere Welt als die Welt der Anden und des Amazonas. Statt Kartellen gibt es Triaden, Yakuza und andere örtliche Mafia-Gruppierungen. Aber der Name des Spiels ist immer noch Rauschgift. Nicht mehr Coca-Blätter, sondern Opium. Tonnen davon fließen aus den Bergen und um den Globus durch zahllose politisch und wirtschaftlich gut verborgene Kanäle. Allein 1990 haben die Mafias von Afghanistan 800 Tonnen Opium auf den schwarzen Markt gebracht. Die Mafias des Iran 400 Tonnen, von Pakistan 130 Tonnen, die Mafias von Thailand 100, von Laos 500 und von Birma 3000 Tonnen. Dies sind die offiziellen Zahlen. Die richtigen sind zweifellos viel höher. Der Seufzer des Drachens ist eine Weltplage. Der Seufzer des Drachens. Der zynisch-poetische orientalische Beiname für Opium. Von Santa Rosalia di Palermo hinüber in die unbekannte erträumte Freiheit mit Namen Amerika. Eine lange Reise, viele Kilometer, viele, viele Hoffnungen. Sizilien war am stärksten von der Auswanderung betroffen. Die Mehrzahl der sizilianischen Emigranten ging in die USA. 1907 spielen überladene Frachtschiffe mehr als 75.000 sizilianische Auswanderer in den amerikanischen Häfen aus. Und ihre Flut nahm ständig zu. 1913 betrug die Zahl der Einwanderer bereits 100.000. Die kleinen Verbrecher und die Mafia standen diesem Exodus nicht gleichgültig gegenüber. Und sie folgten wie die Flöhe dem Hund, dem Strom menschlichen Elends über den Ozean. Das Verbrechertum hatte viele Gründe für seine Übersiedlung. Ein wichtiger Grund war die brutale Unterdrückung der Mafia durch den sizilianischen Faschismus. Hinzu kam die vielversprechende Aussicht, die ein reiches, junges, offenes Land wie die USA bot, wo alles möglich zu sein schien. Ellis Island, ein 27 Morgen großes Gebiet in der oberen Bucht von New York. In diesem Gebäudekomplex wurden die Einwanderer sofort bei Verlassen des Schiffes eingepfercht. Noch ehe sie die Einreiseerlaubnis erhielten, wurden sie einer strengen ärztlichen Untersuchung unterzogen. Einer rein ärztlichen Kontrolle. Kein Einwanderer wurde jemals auf seine Moral hin überprüft. Aufgrund dieser mangelnden Wachsamkeit konnten Männer wie Salvatore Bonanno und Vito Cascioferro, beide sizilianische Mafia-Bosse, in die Vereinigten Staaten einreisen. Man sagt, sie hätten Little Italy, die Stadt innerhalb der Stadt New York, gegründet. In den gesamten Vereinigten Staaten, wo immer auch italienische Ortsgemeinschaften entstanden, blieben dieselben isolierten ethnischen Gruppierungen
in der Art von Little Italy. In den Jahrzehnten der Masseneinwanderung entstanden die ersten Vorboten krimineller Banden, die als die Embryos der nordamerikanischen Mafia bezeichnet werden können. Es hätte ohne weiteres in der Mulberry Street, hier im Herzen von Little Italy gewesen sein können, wo die Mano Nera, die schwarze Hand, ihr Debüt gab. Als Ableger der sizilianischen Mafia und als erste richtige italo-amerikanische Verbrecherorganisation lag ihre Hauptbestätigung auf dem Gebiet der Erpressung, wobei ihre Opfer meistens ihre eigenen, verarmten, schutzlosen Landsleute waren. Die Ära der Black Hand ging in den 20ern zu Ende, nachdem die Italo-Amerikaner selbst praktisch alle Bandenmitglieder verhaftet hatten. Erst zu dieser Zeit verlagerte die Mafia das Feld ihrer Tätigkeit auf andere Gebiete wie Glücksspiel, organisiertes Verbrechen auf dem Arbeitsmarkt, Prostitution und beginnenden Drogenhandel. Den größten Sprung nach vorn aber machte die italo-amerikanische Mafia im Jahre 1919 aufgrund des Alkoholverbots. Die Mafia öffnete teils private, teils geheime Spielhöllen im ganzen Land, die den heutigen Triple-X-Clubs und Spielhöllen gleichen. Fast alle waren in den Händen von Mafia-Organisationen und wurden Mondscheinkneipen genannt. Was unter falschem Namen hier ausgeschenkt wurde, war hochqualitativer, geschmuggelter Alkohol. Durch diesen lukrativen Handel und alles, was damit verbunden war, wurden verschiedene italo-amerikanische Familien extrem mächtig, was zu einigen einzigartigen Phänomenen führte. Hier eines davon. Las Vegas. Die Stadt, die in der Wüste aus dem Boden gestampft wurde, weil die Mafia eine Zufluchtsstätte brauchte und eine ihrer ersten Basen, wo schmutziges Geld mit dem stillschweigenden Einverständnis der entweder eingeschüchterten oder korrupten amerikanischen Staatsbeamten gewaschen wurde. Man könnte sagen, dass die Prohibition der Hauptgrund für die Entstehung der Cosa Nostra und ihrer gewalttätigsten Persönlichkeiten war. Mit der Aufhebung der Prohibition im Jahre 1933 ging die Schmuggelära der Cosa Nostra zu Ende. Aber in der Zwischenzeit kontrollierten sie nun mittels verschiedener Syndikate praktisch alle Häfen im Land. Bei einem Gipfeltreffen unter Leitung von Lucky Luciano, an dem alle Verbündete teilnahmen, wurde beschlossen, in das Big Business einzusteigen. Dies war die erste Resolution der ersten amerikanischen Mafia-Kommission, dem Oberkommando der Cosa Nostra. Big Business, also Drogenhandel im großen Stil, wurde wie von der Kommission von Lucky Luciano beschlossen, das Hauptinteresse der nordamerikanischen Mafia und ist es trotz einer Vielzahl eilig erlassener internationaler Gesetze und meist vergeblicher Kontrollen auch noch heute. Hier ein typisches Beispiel für die Vergeblichkeit dieser Bemühungen. Der Hafen von Miami. Wie kann man ein kleines Päckchen in einem solchen Container finden? Eine wirklich gründliche Untersuchung ist unmöglich. Nur Glück oder ein Hinweis können zum Erfolg führen. Ein Tropfen auf den heißen Stein, verglichen mit dem Umsatz. Das Big Business und der Drogenhandel der Mafia profitierten stark von der amerikanischen Intervention in Vietnam. In diesem absurden Krieg wurde ebenso viel Munition wie Opium und Heroin eingesetzt. Und zwar aus zwei diametral entgegengesetzten Gründen. Das kommunistische China erhoffte sich vom Drogeneinsatz eine Schwächung der amerikanischen Truppen. Das CIA dagegen hoffte auf eine Schwächung der Guerillas von Pathet Lao. Ergebnis? Praktisch jeder Soldat konnte im Feld für einen Spottpreis, wenn nicht sogar umsonst, so viel Drogen bekommen, wie er wollte. So entstand aus unterschiedlichen Gründen eine riesige Nachfrage auf dem fernöstlichen Markt, der der örtlichen Produktion einen großen Auftrieb gab, der einigen Zahlen zufolge bei 30% lag. Tragischerweise wurde ein Großteil des produzierten Rauschgifts mit Waffen bezahlt. Und so wurde Tod zu Tod gefügt. Und die heimkehrenden Soldaten brachten den Tod mit zurück nach Amerika, wo er sich wie ein Waldbrand ausbreitete. Amerika hatte den Krieg nicht nur in Vietnam verloren. Es verlor auch den Kampf mit den Drogenhändlern. Amerika liegt in ständigem Kampf mit den Kartellen.
Trotz massiver Kontrollen werden die Küstengewässer ständig von Hunderten großer oder kleiner Schiffe angelaufen, die Drogen an Bord haben. Im sogenannten Dead Man's Channel von Miami liegen unzählige Schiffe vor Anker, die vom amerikanischen Zoll beschlagnahmt wurden. Und dennoch kommen immer neue Schiffe. Die Schifffahrtswege sind jedoch nicht die einzigen Wege, die den Drogenhändlern zur Verfügung stehen. Da ist noch der Himmel, möglicherweise die sicherste Route. Die Drogenhändler nennen sie höhnisch die unsichtbaren Vogelnester. Es sind Flugplätze, auf denen die Polizei kleine Flugzeuge abgestellt hat, die irgendwo draußen im Niemandsland entlang der südlichen amerikanischen Küste verlassen aufgefunden wurden. Die Flugzeuge, die falsche oder überhaupt keine Registriernummern haben, kommen aus Mittel- und Südamerika. Trotz ihrer zusätzlichen Tanks haben sie nicht genug Sprit, um nach Hause zurückzufliegen und werden, nachdem die Drogen entladen wurden, einfach zurückgelassen. Der Verlust eines solchen Flugzeugs, das zwischen 300.000 und 1 Million US-Dollar kostet, ist durch den Erlös aus dem Verkauf seiner Fracht mehr als ausgeglichen. Diese Zahlen geben einen Einblick in die Höhe des Gewinns. Miami. Eines der Lagerhäuser, in dem vom US-Zoll beschlagnahmtes Material der Drogenhändler gelagert ist. Große Mengen verschiedenartigster Waffen. Das, was in Vietnam und auf vielen anderen Kriegsschauplätzen geschah, der Tausch von Drogen gegen Waffen über kriminelle Kanäle, wird also auch heute noch weiter praktiziert. Die Waffen der Drogenhändler sind, solange die Kombattanten mit Drogen dafür bezahlen können, für kriminelle Banden, Terroristengruppen und jegliche militärische Kampagne bestimmt. Es spielt keine Rolle, auf welcher Seite sie kämpfen. Die Mafia ist international. Ein Geschäft, von dem die Teilnehmer von Lucky Lucianos erstem Gipfeltreffen, auf dem der Eintritt in das Big Business beschlossen wurde, nicht einmal träumen konnten. Ein berüchtigtes Beispiel für diesen Handel war der Iran-Contra-Skandal des CIA. Einer der führenden Köpfe dieser undurchsichtigen Sache war Oberstleutnant Oliver North, persönlicher Berater des Nationalen Sicherheitsrats, der vom damaligen Präsidenten Reagan sogar als Nationalheld bezeichnet wurde. Aus dem Bericht des Untersuchungskomitees des amerikanischen Kongresses, der von Senator John Kerry verfasst und 1989 veröffentlicht wurde, geht hervor, dass die mysteriöse Militärhilfe für die pro-amerikanischen Rebellen in Nicaragua in Wirklichkeit eine jahrelange Tarnung für einen Handel war, in dem Drogen gegen Waffen getauscht wurden, von denen ein Teil zur Unterstützung des Kampfes der Contras gegen die Sandinista-Regierung verwandt wurden. Die CIA, die sich der bereits bestehenden Kanäle der mittel- und südamerikanischen Drogenhändler bediente, organisierte diesen Handel. Und das amerikanische Drogendezernat selbst ist niemals eingeschritten. 1983 wurde seine Dienststelle in Guatemala, einem Drogenhandelszentrum, geschlossen. Keiner der Verantwortlichen wurde jemals verurteilt. Und niemand hat je herausgefunden, was mit den Drogen des CIA geschah. New York. Symbol eines bestimmten Ausschnitts der amerikanischen Realität. Kaleidoskop ethnischer Gruppen, die mehr oder weniger zu einem größeren sozialen Gefüge zusammengewachsen sind. Aber sie alle haben ihren eigenen kriminellen Abschaum mitgebracht. Daher ist New York auch ein Kaleidoskop der ethnischen Mafias, eine Art Mikrokosmos Amerikas und des Weltverbrechertums. Man nennt es den kleinen gelben Apfel, im Gegensatz zum Big Apple, wie New York gern genannt wird. Es ist New Yorks Chinatown. Hier führen die Triaden ihr Regiment. Sie importieren vornehmlich große Mengen von Drogen und waschen über eine weltweite Kette von chinesischen Restaurants, Spielhöllen und Videotheken Geld. In den Jahren zwischen den Mid-80ern und den Mid-90ern schufen internationale Abkommen wie die Basler Erklärung aus dem Jahre 1988 und die Einrichtung der Financial Action Task Force von Paris in 1989 immer komplexere und gründlichere Kontrollmechanismen,
um die Geldwäsche zu verhindern. Edelsteine wurden damit praktisch die obligatorische Alternative für das organisierte Verbrechen. Es wurde zu kompliziert, astronomische Summen an Bargeld wieder zu verwerten oder sie in verschiedene Länder zu transferieren. In den USA kassieren die Mafias pro Jahr aus dem Drogengeschäft allein fast 150 Milliarden Dollar in bar. Und hier kommen die Edelsteine als Lösung ins Spiel. Anonym, leicht zu transportieren und überall als Zahlungsmittel akzeptiert. Alle Mafias, angeführt von den Jüdischen, gefolgt von den Triaden, den Kartellen und jetzt auch von der Yakuza, übernehmen diesen Wirtschaftssektor. Ergebnis? In 10 Jahren haben die Edelsteine ihren Wert fast verfünffacht. Sie nennen es den Crack District. Wir sind in Harlem, dem legendären schwarzen Ghetto von New York. Aber es ist immer noch ein Elendsviertel wie alle die anderen. Der Crack District ist das Revier einer anderen Art von Mafia. Vielleicht nicht so gut organisiert und so raffiniert wie die übrige Mafia, aber genauso unbarmherzig und gewalttätig. Es ist die afroamerikanische oder wie viele einfach sagen, die schwarze Mafia. Crack ist die Droge, die in diesem Viertel geboren wurde. Die Droge des armen Mannes, da sie ziemlich billig hergestellt werden kann. Crack ist Kokain, das mit Backpulver oder Ammoniak verschnitten und anschließend mit Tabak oder Marihuana vermischt und dann geraucht wird. Crack ist eine äußerst gefährliche Droge. Sie macht schnell abhängig, schädigt sofort das Hirn und macht manchmal auch unkontrolliert gewalttätig. Die schwarze Mafia verhält sich anders als die anderen Mafia-Gruppierungen. Sie beherrscht ihr eigenes Revier, hat aber über dessen Grenzen hinaus kaum Einfluss oder Macht. Vielleicht trauen ihr die anderen Organisationen nicht. Oder vielleicht gibt es auch hier in der Verbrecherwelt Rassendiskriminierung. Trotzdem unterhält die schwarze Mafia nach außen auch Kontakte zum Drogenhandel, zum organisierten Verbrechen auf dem Bausektor, zur Erpressung, Prostitution und Glücksspiel. Diese andere Mafia ist ein locker organisierter Zusammenschluss von zahllosen Banden. Mehr als 500 allein in New York, die sich ständig untereinander bekriegen. Am stärksten ist sie im Süden der Staaten und in Kalifornien vertreten, vor allem in San Francisco und Los Angeles. Als die italienische Mafia auf den Straßen Amerikas auftauchte, existierte hier bereits eine gewalttätige, blutrünstige örtliche Verbrecherwelt. Aber ihre Mitglieder waren trotz aller Legenden, die damals und sogar heute noch von den Medien über einige von ihnen erfunden wurden, bloß einfache Ganoven, vergleichbar mit den europäischen Gaunern. Sie waren Einzelgänger, ohne Unterstützung irgendeiner Organisation und hatten daher auch keine Überlebenschance. Die amerikanische Cosa Nostra war der erste wirkliche Verbrecherkonzern in der neuen Welt. Heute geht das Gerücht um, die Cosa Nostra habe ihre Monopolstellung verloren. Sie sei von den neuen ethnischen Mafias wie den Chinesen, den Schwarzen und den Hispanoamerikanern beiseite gedrängt. Es heißt, die Cosa Nostra habe ihre Vormachtstellung in den lukrativsten Unternehmungen wie Drogen, Prostitution, Erpressung und Geldwäsche verloren. Einigen Berichten zufolge hat aber die Cosa Nostra nur ihr Tätigkeitsfeld auf andere Sektoren verlagert und die Straßen den Emporkömmlingen überlassen. Die großen Familien der Cosa Nostra sind nicht verschwunden. Einem Bericht des amerikanischen Senats zufolge stehen die 5 New Yorker Familien im Zentrum des organisierten amerikanischen Verbrechens und tragen immer noch die Namen ihrer alten Bosse. Es sind die Familien Bonanno, Colombo, Gambino, Lucchese und Genovese. Andere Familien dehnen ihre Macht auf alle größeren Städte von Küste zu Küste aus. Kann man da wirklich glauben, dass die Cosa Nostra tot ist? Es gibt Tiere, die sich, um einen Angriff zu überleben, totstellen. Die Mafia ist ein wildes, schlaues Tier. Die Mafia profitiert in jeder Richtung. Sie übersieht nie ein Geschäft, aus dem sie Profit schlagen könnte. Nicht einmal die männliche Prostitution. Fast alle Finanzsysteme der Welt erleichtern oder dulden zumindest, freiwillig oder unter Druck, die immensen Bewegungen des von den Mafias angehäuften Kapitals.
Sie investieren es und sie bewegen es über raffinierte finanzielle Instrumente, wie das wenig bekannte, aber weit genutzte CD, das übertragbare Einlagezertifikat, das von der Citibank 1961 eingeführt wurde, von einem Kontinent zum anderen. Ein Einlagezertifikat war nichts anderes als eine Sicherheit, die die Bank an eine Gesellschaft oder eine Einzelperson mit temporärem Überschuss an Barvermögen verkaufte. Der Käufer kann es bis zur Fälligkeit behalten und alle Zinsen kassieren oder es an die Bank oder auch an andere Banken oder Dritte unter Zahlung einer kleinen Vertragsstrafe weiterverkaufen. Soweit klingt alles normal, ist es aber nicht. Denn diese Sicherheiten sind anonym und unterliegen keiner Finanzkontrolle. Und wegen ihrer einfachen Abwicklung waren sie eine praktische Möglichkeit, die Währungsrestriktionen der Länder, aus denen das Kapital legal oder illegal kam, zu umgehen. Auch die angesehensten Institutionen waren in die Geldwäsche verwickelt, wie die Vatikanbank, die IOR. Sie fand sich plötzlich als Bürger mitten in einer geheimen Holdinggesellschaft wieder, die Michele Sindonan, der Bankier der Mafia, gegründet hatte. Zu der Zeit taufte sie die Presse die Vatican Connection. Diese Holdinggesellschaft bewegte über 200 Milliarden Dollar mehr oder weniger legaler Gelder pro Jahr. Die von uns angeführten Fälle sind zwei typische Beispiele der zahllosen Methoden der Geldwäsche, deren sich die großen Verbrecherorganisationen bedienen. Die Mechanismen sind anscheinend sehr einfach, aber in Wirklichkeit sehr kompliziert. Und diese Kompliziertheit wiederum garantiert deren Effizienz. Es ist die bewusst eingesetzte, sicherheitvermittelnde Geheimnistuerei der Hochfinanz, hinter der sich die wahren Gesichter der amerikanischen Mafia und jeder anderen Mafia der Welt verbergen.